Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Gregors Gaming Heroes. Ich bin der Gregor und wir befinden uns in Tag 2 unseres Weihnachtszock-Adventskalenders. Ja, wenn ich dieses Wort einmal hier prägen dürfte. Wer den vergangenen Teil verpasst hat, ihr seht hier ein kleines Video von Shenmue, das Spiel, was ich im ersten Teil vorgestellt habe. Und für die Leute, die es jetzt mit dazugekommen sind, ich stelle innerhalb von 7 Tagen 7 Spiele vor, die mir zumindest ein paar der vergangenen Weihnachten versüßt und verbessert haben, im besten Fall. Und mal sehen, welches Spiel uns heute dann der Nikolaus bringt. Ich hatte gestern etliche Geschenkpakete mit den Spielen, die in dieser Reihe vorkommen werden, dann zusammengepackt, damit ich auch überrascht werde, je nachdem, welches Spiel wir gerade dann rannehmen. Gestern war Shenmue dran und mal sehen, welches heute kommt. Das nehmen wir. So. Reißen wir es mal auf. Ah. Sieht's an der Packung? Es ist ein Nintendo Wii-Spiel, weil weiß. Aber welches ist es? Welches ist es? Es ist Klonoa. Door to Phantomal. Die Wii-Fassung des großen und überaus beliebten Jump'n'Runs auf der PlayStation 1. Ich werde es jetzt gleich mal in die Wii einlegen und ein bisschen was dazu erzählen. Wir sehen uns gleich. So, und da sind wir schon im Spiel. Wie ihr sehen könnt, ist das die japanische Version von Klonoa, die ich mir damals habe importieren lassen. Wirklich, also ich konnte es nicht abwarten, bis die deutsche Version irgendwann ein paar Monate später rausgekommen ist. Das ist aber bei einem Jump'n'Run eher, ja, unwichtig. Wir starten einmal das Spiel. Wie ihr seht, ich benutze, muss ich meinen Namen erstmal eingeben. Ich nenne mich an der Nase des Mannes, erkennt man seinen Yoko. So. Ist das okay oder ist das nicht okay? Das war okay, gut. Die sind ausgetauscht in Japanisch immer dann. Für mich eher rechts Cancel, aber egal. Also wir können uns gleich, glaube ich, den Vorspann angucken. Und wie gesagt, bei dem Jump'n'Run ist es sehr unwichtig, ob wir die japanische Version spielen oder nicht. Ich glaube, in Klonoa wird eh eine Art Kunstsprache gesprochen. Und obwohl die Story für einen Jump'n'Run speziell gegen Ende hin echt schön dramatisch und sehr emotional wird, so weit werden wir heute zumindest nicht kommen. Ich zeige euch, glaube ich, das Spiel wohl bis zum ersten Endgegner. Ja, warum ist Klonoa in dieser Reihe drin? Schaut euch erstmal den Hauptcharakter an. Das ist Klonoa, unser Katzenhund, Katzentier, Katzen. Ist der Hauptcharakter. Und eines der wenigen Designs aus der 32-Bit-Ära, was sich doch einigermaßen festgehakt hat. Also so ziemlich alle großen Jump'n'Run-Figuren kommen ja mehr aus der 8- und 16-Bit-Ära. Und Klonoa ist so einer, der wurde gestaltet von Namco seinerzeit. Klonoa Door to Phantomal war das Original des Spieles hier, was so, lass mich nicht lügen, 96, 97, Ende 96 rausgekommen ist auf der PlayStation. Ich habe auch die PlayStation-Fassung hier wirklich in meinem Regal drin, wenn ich hier kurz rüber luge. Und es war ein bisschen so im ganzen Mario 64 Wahnsinn so ein kleines Überbleibsel klassischen Jump'n'Runs, weil es war ein 2,5D Jump'n'Run. Also man hatte zwar 3D-Optik, Polygone gehabt, aber das eigentliche Gameplay hat auf einer 2D-Ebene von links nach rechts stattgefunden. Und Klonoa hat ein neues Element mit dazu gepackt, dass man sich mit seinem kleinen Ringkumpan, der einem gerade hier auf den Deckel gefallen ist, Gegner greifen kann, wegschmeißen kann und sich auch von denen abschießen kann. Wir werden die Mechanik hier gleich sehen.
Und man sieht es da oben auf dem Berg, ja, gleich vor der Vorbote. Ich glaube, es ist der erste Boss, der da oben auf uns wartet. Ist ja ein Traum. Gott, oh Gott. Das ist schlimmer als ein M. Shyamalan-Film. 2,5D Jump'n'Run und hat damals die Stärken der PlayStation 1 gut ausgereizt. Und ich muss sagen, mir gefiel diese Art von Jump'n'Run damals besser als so die pure, reine 3D-Variante. Die hat bei Mario 64 fantastisch funktioniert, aber viele der anderen Spiele, die versucht haben, so eine Gameplay-Nummer draus zu machen, die sind zumindest ein bisschen am Ziel vorbeigesegelt. Ne? Und da ist dieses 2,5D doch durchaus sinniger. Was wir hier sehen. So, guck mal, ich habe das Bild hier auf zwei Bildschirmen drauf. Ich hoffe, es ist nicht zu irritierend, dass ich nicht in die falsche Richtung gucke. Die reden alle Ad-Zeichen. Ich hätte vielleicht die Wii nicht auf Deutsch lassen sollen. Vision Nummer 1.1. Level Nummer 1.1. Ihr seht, das hier ist Klonoa. Ich bewege mich, wollte ich vorhin schon kurz zeigen, bevor der Vorspann angefangen hat, mich mit dem Classic Controller Pro. Man benutzt das Steuerkreuz links und rechts zum Laufen, A-Taste zum Springen, B-Taste zum Greifen und das ist es eigentlich. Ich könnte mich hier noch, ja, hier wird die Mechanik nochmal hier erklärt, wie man es machen kann, aber das kann ich euch auch gleich zeigen. So, Klonoa läuft entlang, man sieht, das ist die 2,5D-Ebene, ja? Hinten Polygongrafik. Ich greife mir den Gegner, ich kann den jetzt mit der A-Taste nochmal werfen. Der wächst dann wieder nach, wenn ich ein bisschen warte, glaube ich. Ups. Oder zumindest ein anderer. Wenn ich springe und Doppelsprung mache, dann hilft er mir sozusagen, da wächst er wieder nach, damit ich ihn dann nochmal benutzen kann. Also entweder kann ich ihn benutzen, um auf Gegner zu schmeißen, oder in der Luft einen Doppelsprung damit ausführen. Und hier, wenn ich in der Luft gedrückt halte, hat Klonoa auch noch den typischen Yoshi-Move. Dass er sich nochmal ein bisschen nach oben quält. Tja, und im Grunde fasst dies das Gameplay schon mal ganz gut zusammen. Oh, ich kann die Leute übrigens auch nach vorne und hinten in die Tiefe werfen. Also dafür, dass man lauftechnisch in zwei Ebenen dann festgehalten ist. Ich glaube, ich müsste springen, oder? Ja. Kann man auch sehr viel in der 3D-Ebene und da sieht man eben den Vorteil an so 2,5D-Jump'n'Runs. Ein kleiner Luftballon hier. Man kann die Umgebung sehr, sehr schön und aufwendig gestalten und schöne Kamerafahrten machen, aber dafür trotzdem das straffe und gute strukturierte 2D-Gameplay sich erhalten. So, das war einer von, ich glaube, 6 gefangenen Kollegen, die pro Level verteilt sind. Ja, hier wird mir der Doppelsprung, glaube ich, erklärt, wenn ich ihn nicht kenne. Hat man auch einen Anreiz, sozusagen die einzelnen Level dann nochmal zu schaffen. Hier ist dann der Wiederanfang. So, ich habe mal rauf. Hier auch ein bisschen selbst. Ups. Oh, okay. Der Blasebalg hier. Geht von alleine los, glaube ich, nach einiger Zeit. Und ich brauchte den Gegner, um mich noch weiter da nach oben zu katapultieren. Kriege ich die alle? Kriege ich? Ja. Und hier der erste Level bringt einem noch natürlich die Grundfeste bei. Guck mal, hier sehe ich schon, ich muss hochspringen und hier einmal hauen. Und jetzt habe ich schon den zweiten, oder den dritten sogar von 6. Hui. Und eben das Schöne an Spielen wie Klonoa und ja, auf der PlayStation 1 gab es auch ein paar, die in das Genre dann gehört haben, wie Tombi, was ich beispielsweise ausgegraben habe. In welcher Folge war denn das nochmal von Game One? Müssen wir nochmal dann gucken. Tombi, das Adventure um die Schweinetaschen oder Jump'n'Run Adventure um die Schweinetaschen oder Pandemonium mit den beiden Harlequins als Gegnern. Oh, das ist glaube ich der erste Endboss. Ich finde es gerade sehr lustig, dass die alle in Ad-Zeichen sprechen. Die japanische Kunstsprache ist mit den deutschen Wie-Einstellungen wahrscheinlich nicht, geht dann nicht so richtig einher.
Natürlich, die Wii an sich ist region-locked, dass man also natürlich nur deutsche Spiele spielen kann auf einer deutschen Wii. Man kann aber zum Glück mittlerweile sich eine spezielle Firmware dann drauf tun und ich als Importler finde das immer sehr, sehr von Vorteil, dass ich keine drei Konsolen brauche, um da mal mein US-Spiel oder japanisches Spiel dann zocken zu können. Deshalb habe ich bei mir in der Sammlung auch mal ein japanisches Spiel wie Klonoa oder Tales of Symphonia Teil 2 mir damals auch als US-Version geholt oder Opona, glaube ich, auch noch neben den ganzen paar Spielen, die da rumstehen. Ist durchaus vom Vorteil, dass man alles auf einer Konsole dann spielen kann. Nur, da wird eben nicht bedacht, die japanische Wii hat keine deutschen Spracheinstellungen anscheinend und wenn Spiele darauf nicht hinprogrammiert sind, dann hat man hier die Ad-Zeichen. Tja, da ist sie. Ich glaube, es ist eine gefangene Prinzessin, oder? Ach, ich habe die Story nicht mal ganz richtig im Kopf und ich weiß auch nicht mehr, ob die hier beim Remake dann verändert wurde. Man wird es hier im Video wahrscheinlich auf YouTube nicht sehen können, da YouTube die Framerate von alleine gerne immer ein bisschen runterrechnet, aber Klonoa läuft super flüssig mit 60 Frames pro Sekunde, finde ich auch eigentlich ein Muss für ein Jump'n'Run. Weil es einfach noch dieses, ja, du musst ja natürlich sehr, sehr genau auf deine Sprungbewegungen achten und teilweise wirklich dann Millisekundenentscheidungen treffen. Und je flüssiger die Grafik bei so einer Art Spiel ist, umso besser. Also nicht umsonst spielen viele Quake-Multiplayer das Spiel effektiv im Multiplayer nur mit ausgeschalteter Grafik, also im Wireframe-Modus, damit die 400 Frames haben, weil sie dadurch besser zielen können. So weit würde ich hier nicht gehen, aber 60 Frames sind zumindest ein strebenswertes Ziel. Konnte man laufen eigentlich? Ne, kann man nicht. Ja, das war nur ein kleiner Zwischenlevel für die Cutscene hier. So, und jetzt, wo wir einmal schön erklärt haben, werde ich mal ein bisschen Gas geben. Sei ich das schon, ich spiele schon wieder hinterletzte Affe. Monkey Man. Auch hier kein Laufbutton bei Klonoa, oder ich finde den momentan nicht. Das heißt, die Typen kann ich nicht greifen, die verletzen einen sofort. Man hat zwar ein bestimmtes Tempo, aber dafür auch einen guten Flow. Ja, zum Beispiel hier, wenn ich jetzt durchgelaufen wäre, wäre ich in den reingelaufen, der hätte mich meinen Flow betrogen. Kriege ich den noch? Ja. Oh, einer fehlt noch, glaube ich. Energie. Ist, glaube ich, auch eine neue Sache der Wii-Version. Guck mal, da unten waren wir an der Windmühle, jetzt sind wir es oben. Eine neue Sache der Wii-Version, man hat 5 Herzen statt 3 am Anfang. Kann auch sein, dass das... Huh? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Jetzt bin ich hier wieder unten. Okay, gucken wir mal. Ich hoffe nicht, dass ich mich verlaufen habe oder hier, oder sie jetzt schon nicht mehr weiter weiß im allerersten Level. Das wäre ja ein bisschen dämlich. Oder kann ich dort auch nach rechts? Nee. Ich glaube nicht. Hat sich irgendwo der Weg gegabelt? Ach, okay, vielleicht konnte man hier auch zur unteren Seite lang. Okay. Man sieht, obwohl der Level nur auf 2 Ebenen beschränkt ist, kann er teilweise... Oh, die gelten das Doppelte jetzt, wenn ich sie dann aufnehme. Auch sehr schön. Klar, Sammelorgie, typische... Oh, und auch voll gemacht, das heißt, den Level habe ich auch komplett gelöst. Ups. Ja, hat er mich nochmal gerettet, dass ich den dann oben hatte. Habe ich den Level komplett gelöst und brauche da nicht nochmal mit reingehen. Vision 1.1 clear. Level 1.1 wäre damit geschafft. Saven. Mein Japanisch betrügt mich. Mein nicht vorhandenes Japanisch. So. Na, nehmen wir den zweiten Level. Auch schön, Vision, das sind die Levelnamen hier. Vision 1.1 Clear. Die deutsche Version von Klonoa auf der PlayStation 1 hatte natürlich noch deutsche Texte. Und da war jemandem wohl die Bedeutung des Wortes Clear nicht so geläufig. Ah, sehen wir ein kleines Rätsel. Wie
kann ich mit dem da nach hinten? Kann ich nicht, weil ich muss den hier oben benutzen, um rüber zu gehen. Und schon kann ich mich nicht da hinten drauf begehen. Ich muss einmal komplett rumlaufen, glaube ich. Ups. Man sieht's, ja. Ich kann die auch nicht ewig aufrecht behalten. Also ich kann nicht eingreifen und dem bis in alle Ewigkeit mit mir ziehen. Aber man wird gezwungen, dann andere Wege zu nehmen. So bin ich jetzt über diesen ganzen Umweg an das Item hier rangekommen und habe den ersten der 6 freigeschaltet. Klar, müsste man sagen, es gehört zum guten Design hinzu. Den konnte ich übrigens nur von hinten greifen. Und hier haben mir die beiden Gegner gerade Metroid-Style gezeigt, wie ich damit umzugehen habe. Einfach in den Luftstrom mit rein. Oh, ich hätte mir einen nehmen sollen. Fürs Ei. Aber wir verzichten einmal jetzt darauf, die ganzen Eier hier zu holen. Wir spielen ja nicht auf. Obwohl, na, wenn er schon hier ist. So. Und nach vorne werfen. Und noch einer. Weil wir wollen das ja hier nicht auf Perfect Completion durchspielen. Das Herz da oben brauche ich nicht, deshalb habe ich einmal darauf verzichtet. Und dann gehen wir mal in die Lore rein. Na, müsste von alleine doch jetzt losgehen, genau. Ist anders als viele Lorenfahrten in Spielen, glaube ich, eher relativ simpel, dass man je nachdem springt. Oh, aber die fällt schon hier langsam auseinander. Dass man je nachdem springt, um dann ein paar der Kristalle zu erwischen. Wie hier zum Beispiel. Und hier die beiden unten. Oh. So. Schon sind wir wieder draußen. Ja, das ist natürlich noch die erste Welt. Der erste eineinhalbte Level sozusagen. Von, na komm, pust mich auf. Und ich finde jetzt schon, zeigen sich ein paar nette Ideen und dass da viel Potenzial drin ist. Und das wird im Laufe des Spieles immer weiter ausgeschöpft. Es werden sich nicht viele trauen. Ein schöner Wasserfall. Ach, nee, ich verzichte mal auf die. Muss ich wieder komplett drumherum laufen. Oh, und da ist so ein großer Hoschel. Und wenn ich den haue, dann arretiert er einfach. Das Problem ist, ich muss ihn mit einem seiner Kollegen besiegen. Dafür gibt er mir auch schön viele Diamanten frei. Geht's hier nicht weiter? Ach nee, da unten sind nur Loren, ne? Na gut, dann war es hier nur die Ecke, um die Items zu bekommen. Es geht hier nicht weiter. Also ein kleiner versteckter Abschnitt hier. Jetzt habe ich schon Angst davor, dass ich am ersten Level versage. Und das wäre nicht so gut. Gut, dann gehen wir mal dahin. Ah, okay, ich musste hier hin. Ich bin auch bedeppert. Jawohl, nee, da bin ich doch gerade. Okay, das war kein Weg, wo man hin sollte. Anscheinend. Sehe ich hier den Wald vor lauter Bäumen nicht? Was ist denn hier los? Wo geht's denn hier raus? Kann ich zu euch da unten hin? Was passiert denn hier? Ich sehe bestimmt im Wald voll lauter Bäumen nicht. Ich voll Horst. Ah, okay. Hier und dann hier lang.
Den habe ich ja schon da unten kennengelernt. Ha, und da war ein verstecktes Ei. Mann, ich bin so gut. Ich mache sogar Sachen, mit denen ich gar nicht rechne, dass ich sie machen kann. So, ich glaube, gleich sehen wir die hinten auch dann losstarten. Oh, Glück gehabt. War ich nicht so achtsam. Oh, war ich nicht so achtsam. Verdammt. Oh, nicht drauf. Ja, und da hat man gerade gesehen auch. Nee, da muss ich, glaube ich, dann drauf springen. Da hat man auch gesehen, warum man die. Scheiße, ich bin ja so blöd. Da hat man gesehen, warum man die Würfe dann braucht. Weil das klassische Mario draufspringen funktioniert hier nicht. Ja. Klonoa gab es Teil 1, wie gesagt, auf der PlayStation 1, von dem wir hier das Remake sehen. Fand ich fast schon ein bisschen überraschend, dass wir da ein Remake gesehen haben. Zwar der erste Teil ein tolles Jump'n'Run, wie wir hier gerade sehen, der zweite Teil auf der PlayStation 2 sogar noch einen Tacken besser. Aber verglichen mit dem hier schon ein bisschen veraltet. Oh, kann ich mich hier langhangeln? Oh, Glück gehabt. Beides tolle Spiele, aber nicht wirklich so erfolgreich. Es gab auf dem GBA noch zwei Spiele und also zwei simplere Jump'n'Runs plus, ich glaube, eine Wonderswan-Ausgabe, also das Handheld von, das Japan-exklusive Handheld von Bandai. Plus ein Volleyballspiel für die PlayStation 1, aber Klonoa war leider immer weniger erfolgreich, als es die Serie verdient hätte. Oh. Mal sehen, ob wir das Rätsel hier lösen können. Ah, ich bin so clever. Na gut, vielleicht nicht so clever. Es wird später noch ein bisschen aufwendiger da. Und da war es ein bisschen überraschend, dieses Remake ist 2009 rausgekommen. Ich habe es damals, glaube ich, auch zumindest in der Next-Meldung in die TV-Sendung von Game One reingetan. Haha, beiden können. Ja, auch sehr lustig, die Gegner können aneinander knallen. So diese kleinen Details, das ist es, was es ausmacht. Schön viel Energie. Und hier durch. Dass es dieses Remake nochmal gegeben hat. Und, wo sind wir gelandet? Was könnte es denn sein? Wir sind angekommen an der Spitze und beim ersten Endboss. Dad. Oh nein, der Affenpriester oder was auch immer der da ist. Schweinepriester? Nee, das ist nicht Tombi. Ja, dieses Remake ist 2009 rausgekommen, wurde auch dann hier in Deutschland einige Zeit nach der Japan-Version rausgebracht. Ich glaube, ich habe es damals eben importiert, weil ich Bock drauf hatte, endlich mal wieder Neues zu spielen. Also unsere Prinzessin, nicht der Affenpriester. Aber hat sich, glaube ich, auf dem GameCube, auf der Wii auch nicht mehr leider so toll verkauft. Das finde ich wirklich schade, weil sie im Spiele sind, die hätten es verdient. Ich glaube, Namco hat versucht zu pushen, wo es geht. Und ich würde es sehr, sehr freuen, wenn Klonoa vielleicht mit Hilfe von Sony mal wieder in diese ganze Reihe an neuen Sony Jump'n'Run Stars dort mal wieder reingerät. Also nachdem Nintendo natürlich das Jump'n'Run über Jahre dominiert hat, ich finde, Sony hat echt viel gute Anstalten gemacht und für jemanden wie mich als alteingesessenen Jump'n'Run-Fan viele Optionen geliefert, da was zu spielen. Jack and Dexter gibt es ein paar schöne Ausgaben. Ratchet and Clank, A Crack in Time auf der PlayStation 3 ist wohl das beste Jump'n'Run der Neuzeit, was nicht Mario im Titel hat. Oder auch Sly Cooper. Gibt es ja auch mittlerweile neue Versionen davon. Ich glaube, Klonoa würde da echt gut reinpassen und würde in dem Umfeld mit hochgezogen werden. Weiß jetzt nicht, ob der zum Beispiel bei PlayStation All-Stars dabei ist oder nicht. Also wir sehen jetzt hier, dass er auch auf der Wii und auch auf anderen Konsolen gewesen ist, aber ich verbinde Klonoa ein bisschen mehr mit PlayStation als PlayStation Branding und mir würde es echt gefallen, wenn der kleine Hasenkater dann mal wieder in Aktion tritt. So, ja, da haben wir, es ist echt, sich die Geschichte hier anzugucken und dafür nur Ads hingezeigt zu bekommen. Ist relativ egal, ob ich Japanisch verstehe oder nicht. Man sieht das Setup hier in einem Kreis, natürlich auch ein beliebtes Endgegner-Setup und klar,
Hier kommt natürlich wieder die 2,5D-Element zum Tragen, dass man eben drumherum laufen kann und irgendwas dann erledigen kann, obwohl man aber immer noch dann genug Freiräume hat, um zu springen und Schüsse abzuwerfen. Alles, was man bis hierhin gelernt hat in den ersten beiden Abschnitten, wird man natürlich einsetzen können, um den Endgegner dementsprechend in seine Schranken zu weisen. So. Erschreckend lange Cutscenes für etwas, das auch in 15 Sekunden gesagt würde. So groß sah er aber nicht aus, als er gerade da rausgeschlüpft ist. Der Boss hat mich immer an einen aus Ocarina of Time, Legend of Zelda erinnert. Ich glaube, der Oktopus in Lord Yabu Yabu. Ja, und hier haben wir auch gleich die Lösung gesehen. Der Oktopus in Lord Yabu Yabu war auch quasi auf so einem Art Rondel. Dann hat er sich dann hin und her bewegt. Man muss dann drumherum laufen und ausweichen und Sachen stellen. Der hier ist natürlich noch relativ leicht und die Lösung ist auch relativ easy. Man wartet, bis er über ihn rüberspringt und muss gelegentlich mal seinen Angriffen hier ausweichen. Wir sehen, wir haben ihm schon die halbe Energie dann weggehauen. Oh, was passiert da? Auch darüber. Warten, bis er rüberspringt. Oh, warte mal, kann ich aber... Ich kann auch die... wenn ich die Glocke läute... Ah, okay. Dann muss ich nicht warten, bis er rüberspringt, sondern einmal komplett drumherum laufen. Okay, einmal noch treffen. Jetzt dreht er sich natürlich um, sobald ich dort bin. Und flump. Tja, das war's. Böse Endgegner. Ich bin ein Zauberer. Ich kann Licht aus der Fernbedienung entstehen lassen. Wingardium Leviosa. Ja, das war, oder das waren die ersten beiden Level zumindest und der erste Endgegner von Klonoa, Door to Phantom Mile, und ich konnte es währenddessen natürlich nicht ganz so direkt aussprechen, aber ich glaube, man hat schon mitbekommen, warum das eines meiner Weihnachtsspiele in dieser Auswahl hier drin ist. Es ist heute wie damals, ob Remake, ob Original, immer noch ein sehr, sehr schönes Jump'n'Run, in das man leicht reinkommt, das sich ein bisschen anders spielt als eben die üblichen Mario-Geschichten und vor allem auch eben eins ist, was einen für zwei, drei Nachmittage gut beschäftigen kann, vor allem auch während der Weihnachtstage. Ich finde es vor allem auch sehr gut durch das doch natürlich sehr kindlich ausgerichtete Comic-Design. Ich habe seinerzeit gemeinsam mit meiner kleinen Schwester gespielt. Wir haben damals durchaus mal ein paar mehr Spiele dann gespielt oder ich habe gespielt und sie hat dabei zugeguckt. Und zum Beispiel Paper Mario haben wir gerne gespielt und sowas hier. Und Klonoa ist auch genau was, was man zum Beispiel mit kleinen Geschwistern oder mit den eigenen Kindern dann dementsprechend spielen kann. Und da kann man beide Aspekte von Weihnachten miteinander gut kombinieren. Also das Gamen und der Familie nahe sein. Gut, das soll es für Ausgabe 2 des Adventskalenders gewesen sein. Wir kommen mit Geschenk Nummer 3 dann morgen wieder. Und was wird es sein? Ich weiß es nicht. Bis dann, das war Gregors Gaming Gyros. Ich war der Gregor und bis morgen sage ich Hellas.